Grüezi. Grüezi wohl. Emanuel Hunziker. Sie haben mich bestellt für Sebastian. Ah ja, natürlich. Bitte, kommen Sie rein. Dankeschön. Also, ich muss Ihnen sagen, dass ich ja nicht wirklich an so Sachen glaube. Aber Sie sind mir sehr empfohlen worden von den verschiedensten Leuten. Ja, ich weiß, einen sehr zufriedenen Kundenkreis. Mhm. Ja. Mhm. Und Sie können wirklich mit ihm reden? Ja. Mhm. Mhm. Und wo lernt man das? Also, der Beruf? Nein, das ist nicht etwas, was man lernen kann. Das ist das innere Gob. Also, wie ein Geschenk, mhm, sozusagen. Das ist angeboren. Und man muss sagen, ich kann auch nicht jeden Spruch. Der Sebastian ist ein Schöpfer. Halbe. Ja, halbe Schöpfer. Das ist gut, das, mhm, geht. Ja. Ich kann noch Windhündisch, ich kann Dockisch, ich kann Dobermännisch, ich kann Rottweilerisch. Allerdings nur mit einem ziemlich starken Akzent. Ja. Mhm. Das ist interessant. Ja, ist der Sebastian, es geht nur darum, weil ich berechne jede abgebrochene Minuten. Und das spielt für mich keine Rolle, ob ich mit einem Menschen reden oder mit einem Hund. Das ist klar, ja, ja klar. Okay. Ich gehe voraus, da, ja. Sebastian ist gerade am Weg. Es ist ja so, dass ich Ihnen ja im Mail geschrieben habe, dass er seit ein paar Tagen ja, ziemlich depressiv ist, mhm, und nicht mehr frisst, ja, und auch nicht mehr mag mit mir spazieren. Mhm. Mhm. Noch etwas anderes? Ja, gestern hat er versucht, mich zu beißen. Okay. Mhm. Kleinen Moment. Und? Entschuldigung. Nein, konzentriere so. Der Sebastian sagt mir gerade, Sie wollen nach Kanada auswandern. Stimmt das? Ja, zu meinem neuen Freund. Er ist Kanadier. Aber der Sebastian nimmt ihn natürlich mit. Haben Sie das gefragt? Ob er das will? Nein. Frag noch schnell. Der Sebastian sagt, er will nicht nach Kanada. Ja, aber Schatzi, wieso denn nicht? Wieso willst du nicht auf Kanada? Kanada ist so schön, da fangen wir doch ein neues Leben an. Hallo, hallo. Hm? Er versteht sie nicht. Es tönt für ihn wie bla 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 bla. Aber können Sie ihn dann fragen, warum klar, er nicht auf kein Kanada? Problem. Sebastian hat gehört, dass es in Kanada 200 Regentage gibt pro Jahr. Ist das richtig? Ja, gut, das ist schon möglich, ja. Mhm. Und Sie wollen trotzdem mit ihm nach Kanada? Ich bin sehr glücklich mit meinem Freund und er hat einen Job dort. Das klingt jetzt für mich so, als wäre Ihnen Ihr Freund wichtiger als Sebastian. Ja, er ist mir schon sehr wichtig, ja. Der Sebastian will aber nicht nach Kanada. Haben Sie das nicht gehört? Ja, aber ich kann doch nicht wegen Sebastian da bleiben. Soll ich das jetzt so übersetzen? Nein, das kann ich schon machen. Kein Problem. Gut. Jetzt wird's so. Sebastian lebt sie nicht mehr. Er will scheidig. Was? Er will den Fernseher, Sofa, Salontisch, Dorfpflanzen. Er will die ganze Wohnung. Mit Hundeleine können sie behalten. Das Auto auch. Also die Wohnung kann er sicher nicht haben. Der Sebastian will nur noch über einen Anwalt mit ihnen kommunizieren. Was für ein Anwalt denn? Mein Klient fordert Sie auf, die Wohnung unverzüglich zu verlassen. So, jetzt langt es mir wirklich. Jetzt gehen Sie aber raus. Nein! Hilfe! Hilfe! Das ist ja sehr gut gemacht. Was ist mein Anteil?